Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Andrew Dury und ich bin Sales Advisor bei Intelligent POS. Ich freue mich, dass Sie sich für unser System interessieren und hoffentlich wird dieses Video alle Ihren Fragen beantworten. Danach, wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich sehr gerne bei mir melden. Ich würde mich freuen, mit Ihnen weiter über Ihren Bedarf zu sprechen und alle Fragen selbst zu beantworten. Also, was Sie jetzt sehen, ist wirklich die, also Homescreen von Intelligent POS. Hier kann alle Mitarbeiter sich einbuchen ins System. Es ist ganz einfach. Alle Benutzer haben einen einzel benutzerdefinierten PIN-Nummer. Ich werde mich jetzt einbuchen. Meine PIN-Nummer ist die 1, 2, 3, 4. Dann tappe ich Anmelden. Ich sehe diese Nachricht da oben, dass ich mich eingebucht habe und dann bin ich bereit zu bestellen. Es ist ganz einfach zurückzugehen. Und es wird automatisch ausgeloggt nach ein paar Sekunden zu diesem Bildschirm, wo alle eingebuchten Mitarbeiter sich ganz schnell einloggen können. Mein erster Kellner will sich jetzt wieder einbuchen. Also auf der linken Seite kann ich einfach drauf tappen. Und jetzt sehe ich wieder meine Tastatur. Die PIN-Nummer der erste Kellner ist die 2, 3, 4, 5. Und jetzt habe ich mich eingebucht. Zurück zu diesem Bildschirm kann man sehen, alle eingebuchten Mitarbeitern. Und man kann hier sich ganz schnell wieder einloggen, nur mit einem Tab. So, jetzt bin ich bereit zu bestellen. Hier unten rechts sehen wir alle meine Kategorien: Kaltgetränke, alkoholische Getränke und so weiter. Und unten rechts sehe ich die Produkte zu diesen Kategorien. Hier haben wir Kaltgetränke, aber auch alkoholische Getränke, Frühstück, Brote und so weiter. Unten links habe ich alle meine Funktionen. Also ich kann meine gespeicherten Bestellungen sehen, sowie die Tische, Anzahlungen und Meldungen angeben, sowie Zahlen. Ich habe noch keine Bestellung, deswegen kann man nichts zahlen. Auf der Tische kann ich meinen Tischbereich sehen. So sieht mein Restaurant aus und alles ist hier benutzerdefiniert. Ich habe einen Kunden auf Tisch 4, also wähle ich Tisch 4. Und dieser Bildschirm ist nicht obligatorisch, aber man kann hier die Anzahl von Gedecken eingeben, also in diesem Fall 2, und auch optional einen Namen der Tisch. Also zum Beispiel nennen wir diesen Albert. Jetzt bin ich bereit zu bestellen. Meine Kunden hier wollen ein paar Gin Tonics bestellen. Wir gehen zu alkoholische Getränke und zu Gin Tonics. Ich habe eigentlich bei mir zwei Gin-Sorten, Tanqueray und Hendrix. Man sieht hier in der Bestellung, dass ich einen Gin Tonic bestellt habe, aber der Preis ist 0 Euro. Der Preis hier ist 0 Euro, weil mein Preis für Gin Tonic ist abhängig von der Gin Art. Also in diesem Fall will dieser Kunde Tanqueray. Jetzt sehe ich auf der linken Seite, dass eine Tanqueray kostet 7,50 Euro. Wir haben noch zwei Optionen hier, weil Kunden bei mir können frische Limette oder Gurke in ihrem Gin Tonic bestellen. Ich versuche irgendwo anders zu tappen. Aber ich darf das nicht machen, ohne eine Option zu wählen. In diesem Fall mit frischer Limette. Es ist mir egal, wie viel der frische Limette oder Gurke kostet. Deswegen ist der Preis für frische Limette 0 Euro. Der zweite wollte aber Hendrix. Der Hendrix kostet hier 8 Euro mit Gurke. Wieder 0 Euro. Sie wollten nichts mehr jetzt bestellen, deswegen kann ich hier tappen, speichern und beenden neben Zahlen. Die Bestellung wird an Tisch 4 gespeichert und jetzt bin ich bereit, eine weitere Bestellung zu machen. Ich bin wieder in meinem Homescreen und mein erster Kellner hat wieder mit meinem Tisch gesprochen.
Sie haben gesagt, dass Sie noch ein paar Getränke bestellen möchten. Dieses Mal, Sie wollten einen Sprite und Pepsi. Ich gehe wieder in meinem Bestellungsbildschirm und wieder zu Tische und Tisch 4. Ich sehe hier, was schon bestellt wurde, und jetzt kann ich meine weiteren Getränke bestellen. Speichern und beenden. Und sehen wir, dass diese Bestellung gespeichert würde. Meine Kunden wollen jetzt bezahlen. Ich gehe wieder in meinem Profil rein und ich wähle mich Tische und Tisch 4. Jetzt kann ich Zahlen tappen. Und hier sehen wir, dass wir mehrere Optionen für Zahlungen haben. Natürlich Bar sowie Kartenzahlungen per iSettle. Wir können auch Servicegebühren hier angeben und auch Treueprogrammpunkten oder an einem Konto geben. In diesem Fall zahlen meine Kunden 20 Euro ohne Servicegebühr. Ich tappe einfach auf den 20 Euro und jetzt sehe ich mein Wechselgeld. Ich habe die Option hier, den Beleg auszudrücken oder nochmal wieder. Ein Freund von mir ist in ein Restaurant gekommen. Er wollte ein Espresso bestellen, sowie ein Sonnenblumenkernbrot. Da wir gute Freunde sind, will ich ihn heute einladen. Deswegen kann ich zum Tisch speichern mit einem und ich habe die Option hier Rabatten einzugeben. Einfach in die Funktionen und zu Werbeaktionen. So, Werbeaktion hinzufügen. In diesem Fall will ich ihn einladen, deswegen tappe ich einladen und sehen wir hier, dass ein Rabatt von 5,50 € hinzugefügt wird. Ist er jetzt bereit und er muss jetzt zahlen? Kein Euro fehlt, also Euro genau. Und ich kann jetzt einen Beleg drücken auch. Der Kellner hat jetzt Feierabend. Er kann sich ganz einfach ausbuchen, einfach in seinem Profil und Funktionen und dann ausbuchen. Jetzt sehe ich, dass Kellner 1 nicht mehr da ist und das wird auch in ihrem Backoffice synchronisiert. Ich bin jetzt am Ende der Tage und ich habe auch bald Feierabend. Ich gehe wieder in mein Profil und ich will meinen Setbericht ausdrücken. Super schnell und einfach ist es. Ich muss in meine Einstellungen geben, das ist direkt neben Funktionen. Und direkt unten zu Berichte. Hier kann ich einen kleinen Bericht sehen von meinen Verkäufen von heute. Und ich habe die Option hier unten den Ex-Report zu drücken, den Z-Report zu drücken. Oder auch mein Backoffice öffnen. Wir sprechen über den Backoffice ein bisschen später. Jetzt habe ich meinen Z-Report ausgedrückt und ich will mich jetzt ausbuchen. Jetzt sehe ich wieder meinen Homescreen. Am nächsten Tag komme ich wieder zur Arbeit und ich will mich einloggen. Ich habe hier Flotbeträge eingesetzt. Deswegen muss ich einen Flotbetrag eingeben, bevor ich mich einloggen kann. Ich habe in meinem Flot 500 Euro und bestätigen. Jetzt habe ich mich wieder eingebucht und ein bisschen später, wenn ich fertig bin, muss ich meinen Kassensturz machen. So einfach ist es zu machen. Ich gehe in meinen Funktionen und ich habe die Option unten links Kassensturz. Jetzt muss ich meinen Barbetrag und Kartenbetrag eingeben. Zum Beispiel, ich habe in meinem Barbetrag 550 Euro und den Kartenbetrag 0 Euro. Dann tappe ich Bestätigen.
Ich habe die Option hier nachzusehen, ob das wirklich richtig ist in diesem Fall oder abbrechen, aber jetzt will ich fortfahren. Hier bekomme ich die Meldung, dass es gibt eine Varianz größer als 5 Euro. Ich habe jetzt die Option, den Kassensturz wieder zu machen oder fortzufahren. Wir haben gerade gesagt, dass ich in meinem Foot nur 500 Euro habe. Also es gibt hier eine Diskrepanz von 50 Euro. Leider passiert das manchmal. Also ich klicke fortfahren. So, jetzt bin ich wieder am Ende des Tages und ich will sehen, wie es gelaufen ist in meinem Geschäft. Also, ich werde jetzt in meinem Backoffice einloggen. Sie können von jedes Gerät mit Internetanschluss auf der Welt in Ihrem Backoffice einloggen und Ihren Daten in der Echtzeit sehen. Und wir haben auch ein paar Apps für iPhone und Android-Geräte, Ihren Berichten anzusehen. So, ich melde mich jetzt an. Und wenn das ladet, ich sehe zuerst mein Dashboard. So, der Dashboard ist eine Übersicht und ein Überblick von den wichtigsten Informationen und Statistiken des Tages. Wir machen eine Tour von alle Menüs hier und die erste ist hier Berichte. In den Berichten gibt es eine Auflistung von Transaktionen nach Tipp und die wird hier grafisch dargestellt. Zum Beispiel, wir können hier sehen den Unterschied zwischen Bar- und Kartenzahlungen, steuerliche Aufschlüsselungen, Servicegebühren und Werbeaktionen sowie unterschiedliche finanziellen Informationen, zum Beispiel Kassensturz, Einlagen, Entnahmen, Auszahlungen. Und auch ein paar statistische Hinweise, zum Beispiel Verkäufe nach Kategorie, nach Abteilung, nach Stunden, Terminal, Benutzer und so weiter, sowie Restaurantverzehr gegen Mitnahme und auch Produktabfall. Deswegen ist es ganz einfach, ganz viele Statistiken und Berichten zu zugreifen. Gehen wir wieder runter zu den Funktionen. Und wir haben hier ein paar Funktionen, die möglich sind. Anzahlungen ist eine. Zum Beispiel, wenn ich eine Hochzeit in meinem Restaurant habe, kann ich sehr gerne eine Anzahlung bekommen, um die Rechnungen zu bezahlen. Hier in dieser Liste sieht man existierende Anzahlungen und Sie können gerne durch die App neue Anzahlungen erstellen. Hier sehen Sie können Sie auch sehen, die verrechneten Transaktionen für jede Anzahlung. Wir haben hier auch Geschenkgutscheine. Hier sieht man alle Gutscheine, die im Umlauf sind und die Restbeträge. Man kann hier auch neue Gutscheine erstellen und per Excel-Datei herunterladen. Ich will zum Beispiel 20 neue Gutscheincode erstellen. Per CSV-Dateintipp, aber auch per XLSX. Dann klicke ich Speichern und es wird hier herunterladen per Excel. Sie können auch neue Gutscheine in der App ausdrucken als Bons und alle neuen Gutscheine werden hier gespeichert. Bei Intelligent Post haben wir zwei Arten von Lagerverwaltung. Ich werde zuerst über die einfache Lagerverwaltung sprechen. Was ganz wichtig ist, für Ihre Lagerverwaltung zu benutzen, ist richtige Lieferanten im System zu erstellen. Zum Beispiel, ich habe hier zwei Lieferanten erstellt, Großhandel und Supermarkt. Aber zum Beispiel, ich will jetzt ein neues Lieferant hinzufügen. Ich kann einfach draufklicken und ich brauche mindestens den Namen. Also zum Beispiel Andrews Großhandel. Ich kann auch weitere Informationen wie
E-Mail-Adressen und andere Kontaktdaten eingeben, aber zumindest brauche ich nur einen Namen und hinzufügen. Und jetzt erscheint das hier. Es ist super wichtig, immer Lieferanten für alle Produkte zu geben, bevor die Lagerverwaltung richtig funktioniert. So, die einfache Lagerverwaltung zu benutzen, gehe ich einfach in der Produktenmenü und zu Produkten. Ich habe hier alle meine Produkte, die im System erstellt würden. Und zum Beispiel will ich den Lagerbestand vom Baumkuchen bearbeiten. Auf diese Schaltflächen kann ich bearbeiten und ich klicke einfach auf Lager und den einfachen Lagerverwaltung verwenden. Hier kann ich meinen Lieferantennamen angeben, also wie gesagt den neuen Lieferanten Andrews Großhandel. Und ich habe im Moment 10 Baumkuchen im Lager. Bei 4 will ich eine neue Bestellung machen. Und wenn ich nur noch 2 Baumkuchen im Lager habe, will ich einen Alarm kriegen. Beim Alarm, wenn ich nur noch die 2 im Lager habe, werde ich eine E-Mail bekommen mit einer Meldung, dass ich bald bestellen muss. Klicke ich dann auf einfaches Lager aktivieren. Und so schnell ist es. Wenn ich von der App einen Baumkuchen verkaufe, wird diese Menge automatisch aktualisiert, als der App synchronisiert wird. Ein bisschen komplizierter, aber auch sehr nützlich für meisten ist die erweiterte Lagerverwaltung. Wir müssen wieder in der Lagerverwaltungsmenü gehen und dann sprechen wir über Einheiten und Maßeinheiten. Wir erhalten schon Standardoptionen im System, aber Sie können Ihre eigenen Maßeinheiten sehr einfach einrichten mit diesen Schaltflächen. Dann kriegt man die Option, die Beschreibung zu geben und dann wird es hier eine Maßeinheit. Wie gesagt, Sie müssen immer Ihren aktuellen Lieferanten haben und jetzt kann ich im System einen Bestellauftrag machen. So, hier kann ich alle meine offenen Bestellungen sehen, sowie die fertiggestellten. Deswegen ist es einfach zu kontrollieren, was ich bekommen soll und was ich schon bekommen habe. Ich will zum Beispiel eine neue Bestellung hinzufügen. Ich brauche eigentlich ganz viel mehr Baumkuchen. Also ich gebe zuerst meinen Lieferantennamen rein. Andrews Großhandel und eine Referenznummer. Dies ist nur meine Referenznummer. Also ich kann hier meine Referenznummer 40 eingeben. Und dann klicke ich auf Bestellung beginnen. Hier kann ich jetzt sehen alle Produkte, die zu diesem Lieferant gehören, also Baumkuchen in diesem Fall. Und ich brauche noch 10 Baumkuchen. Hier sieht man die Gesamtkosten. Also jedes Stück kostet mir 1,40 €. Also für 10 kostet das insgesamt 14 €. Und dann klicke ich auf Bestellung speichern. Bestellung 40 wird erfolgreich gespeichert, bekomme ich die Meldung. Und dann sehen der Status ist anstehend. Andrews Großhandel ist ein toller Großhandel, deswegen habe ich das schon bekommen. So muss ich das jetzt wieder bearbeiten und ich kann einfach auf Lieferung vervollständigen klicken, um zu melden, dass ich die Bestellung bekommen habe. Wird erfolgreich aktualisiert und dann sehe ich, dass diese Lieferung fertiggestellt würde. Ich kann jetzt auf meinem Inventar klicken und sehen, dass ich 20 Stück Baumkuchen im Lager habe.
Eventuell ist es bei Ihnen nicht der Fall, dass es so einfach ist, einfach Baumkuchen zu bestellen, und Sie möchten sowas selber machen. Deswegen haben wir die Optionen Zutaten und Rezepten. Rezepten werden von Zutaten gemacht und jedes Zutat soll im System als Einzelprodukt eingerichtet. Wir haben hier ein paar mögliche Zutaten und ich kann hier ganz einfach eine Zutat hinzufügen. Wieder von Andrews Großhandel. Name der Zutat, also in diesem Fall Mehl. Kosten pro Standardpackung. Sagen wir einfach 50 Cent. Und ein Standardpaket ist 1 Kilogramm. Ich kann hier alle meine Lagerinformationen eingeben. Ich habe im Lager 4 Kilogramm von Mehl und ich bekomme einen Alarm bei 1. Ich will bei 3 Paketen auffüllen und hier habe ich weitere Optionen: Mindestbestellmenge des Lieferanten. Zum Beispiel mache ich hier 3 Packungen und Höchstbestellungsmenge des Lieferanten nicht mehr als 10. Ich kann hier meinen Barcode eingeben und dann klicke ich Speichern. Sehe ich jetzt, dass Mehl eine Zutat bei mir ist. Jetzt kann ich Rezepten machen. Und Rezepten werden hinter Produkten gespeichert auf Ihrer Speisekarte. Wir können hier sehen, zum Beispiel ein Rezept von Schinkenbrötchen. Das bearbeiten wir jetzt und wir sehen, dass ein Schinkenbrötchen besteht aus ein Brötchen und 0,05 Kilogramm von Schinken. Ich kann hier auch nach Gewunsch einen weiteren Zutat hinzufügen, zum Beispiel Mehl. Und jetzt sehe ich mein Produkt, Zutat hier von Andrews Großhandel. Ich füge das hinzu. Und jetzt kann ich hier ausrichten, wie viel Kilogramm Mehl brauche ich. Also gar nicht so viel, zum Beispiel 0,01 Kilogramm. Ich werde den Rezept jetzt aktualisieren. Und beim Verkauf vom Schinkenbrötchen werden in meinem Inventar alle Zutaten aktualisiert. Zum Beispiel haben wir jetzt 24,4 Kilogramm Schinken. Und beim Verkauf von Schinkenbrötchen habe ich 0,05 Kilogramm weniger im Lager. Es ist auch ganz einfach, ein Inventur durchzuführen auf dem Inventur-Tab. Und dann ist es super einfach, alles zu aktualisieren. Jetzt sprechen wir weiter über Produkten. So. Die Hierarchie der Produkte im Backoffice ist wie folgt: Abteilung, Kategorie, Produkt. Alle Produkte gehören zu einer Kategorie und alle Kategorien gehören zu einer Abteilung. Es ist relativ einfach, die Abteilungen und Kategorien zu erstellen. Und es wird hier im Backoffice direkt gemacht. Abteilungen sind wie zum Beispiel Tasse, Teller, Getränke und Essen. Und die Kategorien sind etwas spezifischer. Zum Beispiel Kaltgetränke, Kleingebäck, Brote, Konditorei, alkoholische Getränke und so weiter. Bei der Erstellung einer neuen Kategorie kann man sich wählen, also das ist zum Beispiel Tasse und der Name ist Salat. Und ich kann mich wählen, von welcher Drücke die Bestellungen ausgedrückt werden. Das ist Teller, Entschuldigung. Also zum Beispiel dieses Essen, also ich will das in der Küche ausdrücken. Aber zum Beispiel beim Getränke, ich will das aber an Station 1, zum Beispiel an der Theke ausgedrückt zu werden.
Im Produktmenü können Sie Ihre existierenden Produkte bearbeiten und neue Produkte erstellen. Es ist zwei Möglichkeiten, Produkte zu erstellen: manuell für Produkt hinzufügen. Hier kann man alle Informationen eingeben. Aber am einfachsten oder am Anfang, wenn Sie mehrere Produkte eingeben möchten, klicken Sie auf Produkte hochladen. Hier kann man eine Vorlage herunterladen, zu dem Ihren Produkten angeben. Machen wir jetzt. Und ich kann sehen hier. Diese Tabelle ist immer noch auf Englisch leider, aber wir können hier unsere Steuern eingeben, die Kategorien erstellen mit den Schaltflächenfarben, welche Drucke benutzt werden soll und wie die Kategorien zugeordnet werden sollen. Dann haben wir eine Liste von Produkten mit unseren Steuern, Produktnamen, Preis, Schaltflächenfarben, Kategorie, Mitnahmepreis, Steuern für Mitnahmeprodukt, Strichcodes und ob das Produkt per Gewicht oder offenen Preisen haben sollen. Wenn das ausgefüllt wird, speichern Sie die Datei und Sie können hier wieder in Ihrem Backoffice hochladen. Beim Hochladen werden alles mit Ihrem iPad synchronisiert und Ihre Produkte werden draufstehen nach Kategorie. Das machen wir momentan aber nicht. Und wenn Sie brauchen, Sie können auch Ihre Produkte auf dem iPad bearbeiten. Wir haben hier auch unterschiedliche Optionen, zum Beispiel Portionen und Optionsgruppen, die zu Produkten hinterlegt sein könnten, zum Beispiel mit Beilagen, Brötchen und so weiter. Und wie wir gesehen haben, diese sind zum Beispiel nach Gin-Arten. Wir haben hier Hendrix und Tanqueray, wie wir früher gesehen haben. Optionsgruppen sind mehr in der Richtung Gastronomie und Variantengruppen sind ein bisschen mehr zu Einzelhandel nützlich. Optionsgruppen sind zum Beispiel Gin mit Gurke oder mit Limette, aber die Varianten sind ein bisschen anders, zum Beispiel ein roter Schal oder ein blauer Schal. Anweisungen ist auch ganz nützlich. Hier fügen Sie häufig verwendete Notizen für bestimmte Produkte hinzu, zum Beispiel, ob ein Steak rosa, medium oder durchgebraten sein soll. Aber es ist auf jeden Fall jederzeit möglich, auf Ihrem iPad weitere Meldungen einzutippen mit der Schaltfläche Meldung. Diese Funktion hier, die Anweisungen, gilt am besten für die häufigsten Nachfragen. Gehen wir dann weiter zu Layouts und hier kann man seine Schaltflächenlayouts bearbeiten. Ich klicke drauf und jetzt sehe ich alle meine Kategorien. Ich kann ganz einfach meine Schaltflächen verwalten, zum Beispiel meine alkoholische Getränke. Ich will meinen Rotwein auf dieser Seite oder eventuell will mein Gin hier, Weißbier hier. Es ist egal. Sie können Ihre Produkte, wie Sie wollen, machen. Wenn ich die Änderungen speichern, bei der Synchronisierung mit meinem iPad, werden alle diese Layouts synchronisiert. Es ist auch möglich, die Layouts pro Terminal zu bearbeiten, wenn ich mehrere Geräte habe. Eventuell brauche ich bei einem keine Essenbestellungen. Also deswegen ist es ganz einfach, diese zu löschen oder umzusetzen und so weiter.
Im Treuprogramm-Menü können wir bearbeiten unsere Treukunden. Auf dem Kundenmenü können wir sehen alle unsere Treukunden und die Details auch bearbeiten. Zum Beispiel kann ich viele Informationen sehen, zum Beispiel Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Anschrift, Telefonnummer und so weiter. Es ist auch möglich, diese Informationen per Excel oder per CSV herunterzuladen. Deswegen können Sie Ihre eigenen Marketing-Campaigns machen. Und hier ist es möglich, die Details, die ich brauche, für neue Treuekunden zu bearbeiten. In meinem Mitarbeitermenü kann ich alle meine Benutzer erstellen und bearbeiten. Ein neuer Benutzer zu erstellen, brauche ich den Namen, ein numerisches Passwort und die Zugriffsbeschränkungen. Zum Beispiel, ich kann meinen Profilmanager bearbeiten. Hier sehe ich meinen Namen, Passwort und meine Rolle. Ich bin Manager. Aber Kellner hier ist Staff, also Mitarbeiter. Deswegen hat dieser Benutzer weniger Zugriffsbeschränkungen als der Manager und weniger Optionen auf dem iPad. Sie kontrollieren die Stundennachweise der Mitarbeiter im Backoffice auch. So, wenn ein Mitarbeiter am iPad auch nur ein- oder ausbucht, wird es mit dem Backoffice synchronisiert. Und hier können Sie auch grafisch sehen, wie viele Stunden pro Tag oder pro Woche oder pro Monat jeder Mitarbeiter gearbeitet hat. Deswegen sehen Sie hier genau, wie viele Stunden an welchen Tagen ein Mitarbeiter gearbeitet hat. Deswegen wissen Sie, wie viel er bezahlt sein muss. Wenn jemand vergisst, sich auszubuchen, wird er automatisch am Ende Ihren Arbeitstages ausgebucht. Individuelle Berichtungen können Sie im Backoffice auch vornehmen und auch so bearbeiten. Deswegen kann ich hier sagen, dass ich habe eigentlich um 11:28 Uhr ausgebucht. Kann ich jetzt speichern? Und dann wird es geändert. Wir haben auch hier die Optionen von Integrationen, Informationen über Konfiguration und so weiter und mein Profil. Deswegen kann ich meine Geschäftsdetails eingeben und meine Rechnungen ansehen. Deswegen können Sie immer wissen, also die aktuellsten Informationen. So, jetzt sind wir am Ende unseres Tours. Ich bedanke mich sehr, dass Sie angesehen haben und ich hoffe, dass ich alle Ihren Fragen beantwortet habe. Falls nicht, melden Sie sich einfach bei mir. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und mit Ihnen weiter über andere Funktionen oder erweitert und tiefer über bestimmte Funktionen mit Ihnen weiter zu sprechen. Sie können mich sehr gerne anrufen oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Und wenn Sie weitere Fragen haben, ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören.